Die erste Geschichte ist entstanden etwa vor anderthalb Jahren. Und zwar bin ich einmal in der Ferie gesehen, eben im Piemont. Und da habe ich so ein paar Touristen ein bisschen beobachtet. Schweizer Touristen sind es gesehen. Und mit der Zeit habe ich mir selbst die Frage stellen, wo ich so Beobachter und zugelassen und geschaut habe. Da habe ich mir die Frage stellen, wieso gehen die dann überhaupt in die Ferie? Dann könnt ihr gerade daheim hocken. Well, hoher Affe. Das ist doch wahr. Well, falls er wie gesagt, da ist die Idee mal für das Geschichtchen. Ja. Wir sind ja früher, also wo ich in einem Gofen gesehen habe. Well, ein kleiner Gofen. Schon ein paar Jahre her. Da sind wir viel in die Ferien. Mit der Familie. Weil, Filme haben ja viel gesehen. Also in der Schweiz haben wir viel gesehen. Praktisch Dudler Boutique haben wir gesehen. Sicher war, ja, der Vater hat auch alle, also ein Motto gehabt, er hat alle Weile gesagt, wieso noch ums Verraten ins Ausland aus in Hasle, wenn du schon die Thurgauer noch mal verstehst? Ja, und so sind wir dann also jahrelang pendelt zwischen irgendeinem Kegelbad Siona, einem Ballenbeck und dem Tapazöller Hopgas, dem Swiss Miniatur, der jetzt mir liegt innen. Ja, ich mecke es an der Redaktion an, hat er ja aufgeladen. Ja, mir hat es aufgeladen. Ja, und da habe ich gesehen, wo gerade der Frühling, wo so ein Plan gegangen ist für die Sommerferien, habe ich gesehen, ja, nein, jetzt Himmelsack, jetzt tun wir uns mal ein bisschen entwickeln. Jetzt macht man mal ein bisschen einen Fortschritt. Weißt du, mal eine Veränderung. Jetzt kannst du auch mal ohne die Eltern in die Ferien. Mit bald 30, nicht wahr? Ja, dann bin ich also mit der Frau, bin ich dann auf Italien runter. Zwar ins Piemont. Und ich muss sagen, mich hat das Italien hat mich als solches hat mich das schon noch beeindruckt. Weil mir ist sofort aufgefallen, als wir über Grenzen gefahren sind. Mir ist sofort aufgefallen, ich habe gesehen, den Himmel heil Ätern. Hey, ich sehe, die Italiener, die haben ja Kultur. Weißt du, die haben eine wunderbare Kultur, haben sie in Italien. Nicht was Herrliches. Hey, die Italiener können ja Autobahnen bauen. Gut, sie haben sie auch bei uns gelernt, das muss man auch sagen. Stimmt wahr, hä? Hey, aber das sind einfach ganz andere Dimensionen. Da haben wir gar keinen Vergleich dazu. Hey, ich kann Ihnen sagen, ich habe natürlich nicht schlecht gestaunet. Wo wir die erste halbe Stunde Richtung Mailand durch abgefahren sind, ist alle paar Kilometer so eine blaue Tafel am Strassenrand gestanden, wo drauf gestanden ist, Uscita. Ich glaube, man sagt Uscita. Weil auf jeden Fall noch etwa der 10. Tafel haben gesehen, den Himmel, Herrgott Sacramenti, da muss ja ein sehr grosses Dorf sein, Uscita. Nehmt mich Wunder, wie gross das die nächste Mailand ist, haben gesehen. Dann hat so der Frau gesagt, schau mal auf der Karte, findest du es aus Schita? Gell, sie? Hat es natürlich nicht gefunden. Ja, hat mich auch überrascht. Gell? Karte lesen hat sie sowieso noch nie können. Ja, auf alle Fälle, bis ich dann realisiert habe, dass das aus Schita, dass das übersetzt heisst, Uschita. Usida. Hey, Medien, Sau, Kogel, Ausfahrt, schon verpasst und sind lieber am Ende richtig Venedig abgegrossen. Ja, da unten haben wir gerade einen blöden Tag verwischt. Satan, zu viel Wasser kam es bei Venedig innen. Ja, blöd, es kann kehren gesehen mit dem Auto, ist doch verständlich. Nur, wir haben es dann geschafft, wir sind dann quer das Norditalien Hündere ins Piemont Hündere. Und sind natürlich darum auch ein bisschen später angekommen, als wir geplant haben. Aber obwohl wir fingen, dass jemand in der Nacht um 10 Uhr angekommen sind, weil Not macht der Finder ist, haben wir natürlich spontan noch ein tiptops Hotelzimmer gefunden. Ja, ist noch günstig gewesen. Weißt du, ist noch im Preis hineingelegen, was hat es gekostet? Ja, etwa 120 Euro pro Person. Also etwa 80 Franken. Auch in der Hauptsaison musst du dir mal vorstellen. Aber abgesehen von dem kleinen planerischen Malheur, haben wir uns natürlich wirklich auch intensiv
auf die Italienreise vorbereitet. Wir haben ja also wirklich eingehend haben wir uns vorbereitet. Ein Kollege hat mir gesagt, du musst schauen, gell? Eben Piemont, anderes Land, weißt, Italien, andere Sprache, andere Kultur, man muss dich ein bisschen anpassen. Am besten kaufst du ein bisschen Literatur, du hast dich einlesen, ein bisschen akklimatisieren. Und er hat gesagt, ich will dich wirklich gewarnt haben, weil der Piemont ist ja landschaftlich und kulturell praktisch gleich, wie es Ossenrot ist. Ja, und stimmt also. Ja. Sicher wo? Wer glaubst du, wenn es uns über Piemont, wo ich Deutsch schwätze, und den in Weinberg, wo ich beschütte, hättest du lieber das Gefühl, wärst du irgendwo zu haben, oder zu tragen, oder zu gäsen, oder nicht was? Da würde auch etwas schmecken, gell? Oh, nein, also ich kann euch sagen, da ist also nicht was gesehen, den Piemont unten, weißt du? Da habe ich gesehen, ja, jetzt müssen wir einmal, jetzt gehen wir einmal neben seine Dinge rein, neben seine Restaurantlinie. Ich bin etwas gegessen, gell? Und dann, für mich ist ja sowieso das Piemont, ich will ja jetzt nicht einfach gerade Tommy Röhren haben. Für mich ist ja Italien, als familiärer Bezug, ist ja noch wichtig, das ist jetzt kein Witz. Weil ich bin ja, von Mutter Seite her, bin ich ja ein ganzer 16 Italiener. Tatsache war, ist jetzt kein Witz. Gell? Also meine Großmutter hat einmal eben mit mir so ein Muratori ein bisschen angekaspelt. Gut, jetzt ein 16. ist vielleicht ein bisschen abstrakt, das kann ich euch das erklären, für sinnbildliche. Ein 16. also bei einem Abtropfgewicht von 72 Kilo, kurz nach dem Duschen, ist ein 16. eben genau etwa 4,5 Kilo. 4,5 Kilo wiederum, das kann man vergleichen mit einem Armen. Weil, und man sieht den Italiener trocken. Ja, das ist das Temperament, weißt du, die Lebensfreude, das ist das Feuer im Blut, ich habe das im Innen. Und auch sprachlich, ich hätte es nicht geglaubt. Vor allem, als ich dann in der Wirtschaft gesehen bin, sprachlich. Ja, mir liegt das Italienisch. Man muss es nicht glauben. Ja, ich kann euch sagen, also, ich habe ja während der ganzen Italienreise, habe ich nie Probleme gehabt mit der Verständigung. Also, ich nicht. Nein, aber kommst du doch völlig weit. Weil sind sie nicht auch schon da gesehen? Mit ein bisschen Menschenverstand, mit ein bisschen Fantasie kommst du doch völlig weit. Ich kann euch ein Beispiel erzählen. Wie gesagt, in dieser Wirtschaft drinnen. Habe ich zu der Frau gesagt, ja komm, jetzt nehmen wir etwas Landläufiges. Neben wo, wo man halt hat. Aber gesehen nicht, was bestellt man. Wir haben mich an einen Kollegen erinnert, der hat gesagt, du lass, eben Piemont, eine Spezialität. Also musst du wirklich einmal eine Ente essen. Eine Ente musst du bestellen. Hat zu der Frau gesagt, komm, dann fressen wir so eine hohe Ente da. Vogelgrippe hin oder her jetzt? Ist mir aber in dem Moment gar nicht in den Sinn gekommen, was Ente auf Italienisch heisst. Jetzt ist natürlich mein Sprachgefühl, Gefühlsfeeling, weißt du, ist von dafür gekommen. Dann habe ich da studiert und gesigniert und zack, eine Idee gehabt, wie es dem Kölner erklären könnte. Ich habe dem Kölner gewunken. Deshalb kommt Harry. Dann habe ich zu ihm gesagt, Fräulein, io, gell, io voglio, und Pollo di Lago, gifatto. Ja, geht nämlich schon, gell? Sicher? Ja, neben sehen, das ist mir passiert in einer Bäckerei. Ich bin eine Bäckerei. Ich will einen Stock Brot kaufen, na was ist. Dann habe ich da der Verkäuferin da links vorbei geschaut, in die Auslage hineingeschaut und hat zu einer gesagt, und Panne. Da schaut die mich ein bisschen kritisch an. Ja, eben scharf hat sie mich angeschaut. Und hat zu einer gesagt, und Panne, per favore. Dann habe ich gesagt, nein. Ihr müsst es nicht verschneiden, Fräulein. Non perforiere, weißt du? Nicht necessario, weißt du? Ich bin ausgerüstet, gell? Io sempre rustico, weißt? Ich habe alle Willen, habe ich ein Ding im Sack, wie sagt man in Italiano? Fräulein, wie sagt man? Eben, un dolce in sacco, weißt du? Alter, vorstellen, hätte ich einen Tempel verworfen, weißt du? Ja,
komisch gesehen, gell? Dann hat's man eben so einen Nussgipfel aus dem Gestell raus. Also, weil so Nussgipfelartig, so krumm, hat man sie eingepackt, hat man sie hergegeben. Ja, hat mich natürlich gefreut. Ich habe sie nicht einmal bestellt. Ich habe zu einer gesagt, grazie, Fräulein, hoi, per il curve di noce. Gut, ich gebe es zu. Das sind jetzt vielleicht ein bisschen profane Beispiele gesehen. Relativ banale Angelegenheiten, da kann ja jetzt nicht viel in die Hose, wenn einmal etwas nicht ganz funktioniert. Anders ist natürlich schon bei Notfallsituationen. Weil da muss man ein bisschen vorbereitet sein. Und für mich ist das eine klassische Notfallsituation. Ich habe doch fürchterlich Angst vor Schlangen. Ja, nun haben wir Angst vor Schlangen. Wenn ich gesehen habe, was machst du, wenn du jetzt hier im Süden an einer so Strassenparty gehst, im Sonnenle, gell, mal kommt über so einen Schlangensauk und beißt in den Hacksehne. Ja, du kannst dem Doktor nicht erklären, was passiert ist. Ja, vielleicht hat das Schlangengift auch schon Sprachzentrum ein bisschen angefressen. Nein, ja, ich sehe nicht, nein, da gehen wir auf Numero Seguro, habe ich gesehen. Ja, ich kann es empfehlen, ich habe alle Weile habe ich so einen Notfallzettel parat gehabt, allem Sack hinten gehabt, wo ich einen Notfallsatz draufgeschrieben habe. Habe ich draufgeschrieben. Aiuto, aiuto, dottore. Una serpenta, mangiare mio, der ist auch drüber. Aber geben sich natürlich lang nicht alle Touristen so viel Mühe. Da hat es ja ignorante Gründe umeinander, wo sich kein Zentimeter anpassen, neben das Fullverrucks. Ja, wir sind nicht auf der Matfrau und ich, gerade als kleines Beispiel. Wir haben ein Ehepärchen beobachtet, ja, von weitem haben wir schon gehört, ein deutsches Jahr, was ist, ist doch klar. Haben sie da diskuriert, dem Teufel ein Ohr ab. Weil er hat offensichtlich wollen eben so Wassermelone kaufen und hat zum Verkäufer gesagt, zum Händler, hat er gesagt, er will eine Melone di Aqua. Da wird das er jetzt auch halten. Hey, ist jetzt das nicht hochprimitiv, nicht bis derix? Ja, der Mann hat ja keine Ahnung von Sprachen, von anderen Kulturen, von interkultureller Verständigung, nichts am Verborgenen, vernagelten Säugerinnen neben Sackermels. Da kann ja daheim hocken. Ja, da weiss doch jetzt jeder Schulengauf, dass da nicht heisst Melone di Aqua, sondern Melone di San Pellegrino. Aber keine Ahnung, gell? Ja, apropos Gastronomie. Das ist für mich alle ein Thema, wieso dass ich überhaupt in die Ferien gehe, gastronomisch. Weil ich will ja nicht viel sagen, aber gastronomisch, gell? Also geht es nicht viel zu kritisieren. Die Italiener, weißt du, sie können es kochen. Weil die haben ja eine Speiskarte, ein Angebot, eine Reichhaltigkeit. Und überall so einen mediterranen Touch, was sie drin haben. Also ist wunderbar. Ich kann euch sagen, ich habe natürlich mit Piemont an, in meinem ganzen Leben, mit Abstand, das allerbeste Zürich-Schnitzel zu essen. Mit einer nastig feinen Currysoße. Und obendrauf noch sauber mit 7 Südwürsch garniert. Aber wo kommst du da bei uns rüber? Weil jetzt hat mir das an dieser Weg gut gepasst und habe gesagt, jawohl, jetzt machen wir das volle Programm. Jetzt schliessen wir die Geschichte noch an mit einem Dessert. Dessert-Karte bestellt, habe ein bisschen umgeblättert. Und zumal ist es mir noch geschwunden. Weißt du, hat mich noch innen rausgekippt von Baren, Degu. Also, Entschuldigung, aber Sepp ist jetzt wirklich nicht mein Gusto. Italienische Dessert. Also, Sepp, also, ich weiss nicht, wie ihr es habt, aber ohne mich. Weil, dann habe ich lieber eben so eine feste Cremeschnitte. Da ist mir gleich, wenn sie schon ein bisschen lämpig und ranzig ist. Dann bin ich tolerant. Weil, dann habe ich viel lieber, als da der Kogge Frutti die Mare klumpt. Schüttel! Hä? Hey, hau es doch nicht auf Italien an bei Ferien, um deren der Oma ihren Sohn zu ziehen, aus dem Meer raus zu fressen. Und dann kann ich daheim bleiben, gell? Ich habe auch noch ein paar Schnecken im Brunnen innen. Nein, aber ich will jetzt nicht kritisch sein. Abgesehen von dem kleinen kulinarischen Fehltritt hat mir das Italien an dieser Weg gut gefallen. Ich habe mich spontan entschieden, weil ich habe gesagt zu der Frau, los, gibt gar keine Diskussion. Weil ich habe mich entschieden. Wir haben jetzt nächstes Jahr gerade wieder auf Italien ab in die Ferien. Und dann aber direkt auf Rom. Weil ich habe gelesen, immer so ein Heftchen. Und sagen, Rom, und man sagt es wunderbar.
haben auch von dieser alten Mauern, dieser Stehhüfe, dieser zusammengeschlagenen Hütten, weisst du, lauter dieser, weisst du, hast du schon gesehen, lauter dieser Antiqualitäten hat sie da ja. Neben dem Wundervolles. Gell? Also ist praktisch gleich wie auf dem Ballenberg. Der Vorteil der Jonne ist einfach ein kleines sicherer Wetter.